Bedel, Bauernkirmes. Und jetzt sind wir in unserem Fall in der ersten Reihe eben. Und eine Oktave brauchen wir, eine Mittellage haben wir. Und jetzt haben wir zwei Phrasen, jetzt passt's auf. Das gleiche. Und jetzt beim Ziehen, der dritte Finger liegt genau schon oben, haben wir einen Gabelgriff. Und dann, wenn wir im Zug sind, machen wir da die Oktaven. Drucken. So, jetzt ein ganz kurz einmal, ein bisschen zur Erklärung. Das war jetzt einmal vorgespielt. Okay? Wir starten eben, wie gesagt, schon drucken in der Mittellage, liegt der zweite Finger schon genau oben. Haben wir fünf Oktaven. 1, 2, 3, 4. Und bei der fünften Oktave ist es schon wieder der 1. Da geht der Bass los. Zweite Finger war jetzt immer oben, gell? Dann haben wir eben ziehen und da haben wir, wo wir in der Mittellage sortiert haben, genau der dritte und der fünfte ist schon da. Dann in Zug die Oktav, auch wieder fünfmal. 1, 2, 3, 4, 5. Und der da dann, okay, wenn ihr euch erinnern könnt, in den Grundlagen steht einmal erste Stufe, fünfte Stufe. Und die fünfte Stufe, wenn ich die jetzt dann so umlegen darf, dann war das genau. Dann war jetzt genau das. Der war das genau. Okay. Vierte bleibt wieder oben. Dritte ist eh schon wieder da. Zug. Und dann haben wir in Oktaven weiter rutschen, weil in der zweiten Reihe sind wir jetzt umgekratet und da fahren wir gerade weiter. So, jetzt darf da nichts mehr schief gehen. Ich wünsche gutes Gelingen, Alter.